Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 171 von The Witcher 3 Wild Hunt. Quint, Spieler der Großstadt, besiege Dijkstra und nimm ihm seine einzigartige Karte ab, was wahrscheinlich wieder eine nilfgaardische Karte ist, nehme ich einfach mal so stark an. Und dann laufen wir mal zu ihm in sein Badehaus und versuchen gegen ihn Quint zu gewinnen. Bin ich echt mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir mal gegen den gespielt haben oder nicht. Habe ich jetzt echt... Was ist denn jetzt? Oh, kurz gelootet. War keine Absicht, sorry. So, da kann ich... Hier kann ich natürlich nicht rein, weil es eine Etage tiefer ist. Sein Badehaus ist das hier rechts ums Eck, genau. So, komm, hol mal ein bisschen Fallschaden ab. Oh, es ging mal, sehr schön. So, ab ins Badehaus, da ist das Ding doch, hier unten. Und dann genau links war Dijkstra. Und da bin ich mal gespannt. Sorry Leute, dass ich jetzt so viel Quint spiele, aber es macht vielleicht auch Sinn Richtung, ja, Richtung Ende des Spiels jetzt ein paar Quint-Duelle auch zu gewinnen. Und dann gucken wir mal, wie wir klarkommen. Was willst du? So, stehst du im Kontakt mit Radovid? Vom Meister Spion zum Meister Verbrecher. Interessante Entwicklung. Also es sind noch Dialoge, die wir noch nicht geführt haben, aber erstmal mal Quint. Schon mal Quint gespielt? Aber ja, Quint ist die Politik. Nur ehrlicher. Wie wär's mit einem Spiel gegen einen alten Meister? Ja, spielen wir. Bin ich mal gespannt, ob wir gegen den ankommen. Aber wir haben mittlerweile ja auch kein so schlechtes Deck. Bin ich mal gespannt jetzt. Und ich weiß immer noch nicht die Fähigkeit von meinen... Oh. Gut, also mit Heilern könnte ich jetzt ganz gut das Ganze hier... Ja, also kontern sozusagen. Aber ich habe keinen einzigen Spion dabei. Das ist natürlich schlecht. Also wenn er jetzt mit Spion, wenn er mit Spionen agiert, verbrennen, eigentlich gefällt mir eigentlich schon so, ist der gut. Machen wir das. Oh, sehr schön. Ja gut, haben wir uns auf jeden Fall noch verbessert. Gucken wir einfach mal, ob wir damit klarkommen. Keine Ahnung. Ja, er kommt schon direkt mit. Mit sich selbst spielt er. Oh, ist auch schön. Und spielt Dijkstra aus. Aber den kann ich mir mit Heilung nochmal zurückholen. Das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Also nehme ich sein Geschenk an und gucken mal, was passiert. Er spielt einen Katapult aus. Ist auch nicht so schlecht. Jo, ich bleib mal weiter hier am Ball. Gucken wir einfach mal. Ich fordere nur so ein bisschen raus. So, gleich kann ich natürlich mit Verbrennen auch noch ein bisschen was machen. Ich könnte auch drei Karten von ihm einfach mal ansehen. Gucken wir einfach mal rein, was er so hat. Oh. Estera Thyssen. Aha, ein Held. Und Tribok und gutes Wetter. Gut, okay, das tut mir jetzt nicht so weh. Ein Held nervt natürlich schon ein bisschen, aber okay. Aber er hat auch Rittersporn. Nervt. Ja, machen wir einfach mal weiter. Moment. Ich bleibe mal hier in der Reihe. Machen wir mal ein bisschen ernst jetzt. Komm, nehmen wir doch noch einen Spion hin oder so. Wenn er noch einen Spion hat. Vielleicht hat er auch gar keinen mehr. So, dann machen wir auch mal ein bisschen ernst hier. Feuer frei. Ach so, stimmt. Ich habe ja noch Verbrennen, nicht cleverle. Zehner Karte. Oh ne, jetzt hätte ich ja selbst die stärkste Karte. Ich stepp. Oh, bin ich so dumm, eh, ne? Wahnsinn, wie dumm man sein kann manchmal. So, jo, dann gehen wir. Ne, hier Belagerung. Ja, gut, spiele ich hier den Held aus. Dann war Held gegen Held. Ich bin irgendwie noch nicht so richtig drin. Ich glaube, ich krieg. Oh, der hat noch einen Held. Ah, das ist doch nochmal super, super schlecht. Ich glaube, wir haben ein Problem, oder? Houston, wir haben ein Problem. Sechser, eine Fünferkarte. Ich hätte näher eine Heldenkarte. Super toll. Ne, dann machen wir den hier. Ja, ich verliere. Das da war grottenschlecht, glaube ich. Oh, Mann. Ey, herzlichen Glückwunsch auch. Nee, echt super toll. So, jetzt kann ich da abschicken. Wobei, ich könnte noch verbrennen. Ja, genau, jetzt kann ich wieder verbrennen spielen. Jetzt ist seine Karte die stärkste, die 10er Karte da. Ist doch richtig, was ich da rede, oder? Bam, und tschüss. Aber ist immer besser, wenn man mehrere Karten mit verbrennen trifft. Mein Gegner passt. Was mich jetzt nicht sonderlich zufrieden stimmt, weil ich eh keine Chance habe. Naja, machen wir den hier mal. Und den hier, dann gewinne ich zumindest mal die Runde. Was mir relativ wenig bringt. So. Ah, und jetzt habe ich noch einen Heiler.
Ist das so schlecht? Oh Gott, Leute. Heilung. Oh, Dijkstra, Moment. Vielleicht komme ich ja wieder zurück ins Rennen. Mit sehr viel Glück jetzt. Oh, leck. Leute, Leute, vielleicht kommen wir echt zurück. Ah, er spielt auch ein Heiler, klasse. Oh je, je. Nee, ich komme nicht zurück. So, können wir unseren Heiler spielen? Und wen kann ich dann zurückholen? Ja, eine 10er-Karte. Vielleicht habe ich hier echt sau viel Glück. Ja, machen wir ihn hier. Ist ja egal. Nee, das reicht nicht. Um Gottes Willen, das reicht nicht. Nee. So, ich kann auch das hier spielen. Außer er hat jetzt nur noch Wetterkarten oder irgendwas. Bitte, bitte, lass es doch einfach, muss es sein. Gegner ist am Zug. Gutes Wetter? Alter, nee, oder? Habe ich jetzt echt Glück? Und Finte. Oh nee, das ist schlecht. Wobei, er legt mir Finte hin. Oh nee, das reicht. Oh nee, und er kriegt zwei neue Karten. Das ist jetzt Glück entscheidet. Ach, das ist doch echt. Ach, das ist doch assi. Oh, das ist assi. Ach, gewinnt der das Ding noch so? Oh, das ist so ganz miese Nummer. Ist das da? Ach du, mein Lieber, hat er noch voll die Spione gezogen. Ey, das war ja noch eine richtig miese Nummer. Was? Also, er hat nördliche König. Oh, er hat nördliche Königreiche. Ja, das war's. Ja, gut, alles klar. Vielen Dank auch fürs Gespräch. Weißt du was? Du solltest wirklich bei den Monstern bleiben. Ich probier's noch einmal. Hast du kurz? Interessantes Duell, definitiv. Zeit für eine Aber Partie, echt nervig. Und Captain. er spielt da auch mit den Spionen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie bin Ja, ich spielen wir. mit den nördlichen Königreichen besser klargekommen. Auch mit dieser Sonderfähigkeit, die da haben. So, du gewinnst bei einem Unentschieden. Das finde ich halt relativ schwach. Jetzt beim nördlichen König, bei Nilfgaard. Hier jedes Mal, zieh jedes Mal eine Karte, wenn du eine Runde gewinnst, finde ich schon viel, wesentlich cooler. Du bestimmst bei Kampfbeginn, wer anfängt. Ist auch nicht so schlecht. Nach jeder Runde verbleibt eine zufällig ausgewählte Monstereinheit, Einheitenkarte auf dem Schlachtfeld. Das finde ich halt irgendwie richtig cool. Weiß nicht. Also es gefällt mir noch mit am besten. Und dann würde ich sagen, starten wir nochmal mit denen. Ne, nicht mit nördlichen, mit Kaiserreich Nilfgaard. Naja, probieren wir es einfach mal. Vielleicht habe ich ja jetzt mehr Glück. Oh, okay, ich wollte schon gerade sagen. Kommt ja noch die Auswahl jetzt hier. So, Finde ist in dem Fall jetzt Gold wert, weil der ja doch mit viel mit diesen. Ach, die hätten sich auch verbessert. Naja, egal. Weil der viel mit den Spionen kommt. Oh, ich habe aber auch kein Glück. Ich ziehe jetzt kaum Spione. Das nervt natürlich gerade. Jo, fangen wir mal ganz gemütlich an. Das hier wird wieder nichts. Schaps, das ist zu schwach. Mein Deck ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu schwach. Kerametz, süß. Jo, machen wir noch was da im Nahkampf. Komm, leg mal einen Spion hin, mein Freund. Leg mal einen Spion hin, du kleine Mate. Ich spiele schon fast meine stärksten Karten hier aus. Das kann nie im Leben, kann das was werden. Leg mal einen Spion hin. Ist das ein kleiner Depp, ne? So, Mama. Ja, wobei, ich könnte hier den jungen Gesandten spielen. Jo, komm, Mama. Rittersporn, süß. Ja gut, dann machen wir hier mal ein bisschen belagerungstechnisch Alarm. Er legt mal keinen Spion hin. Das ist wirklich ein bisschen ungemütlich jetzt. So, dann machen wir echt den hier. Ich mach. Ja, so also langsam muss ich den aber machen. Ja, machen wir den hier. Oh je, ich ahne Böses. Ja. Das reicht sogar. Nervt. Nervt tierisch. Ja, machen wir Belagerung. Jo, Mama. Führen ganz knapp. Er spielt noch einen Dribock. Ey, Leute. Das nervt er. Hat er jetzt gar keinen Spion auf der Hand, oder was? Ich führe mit einem Punkt. Oh, jo, klar. Ganz starke Katapulte. Jetzt geht's richtig ab. So. Und jetzt kommt schon ein bisschen in die Entscheidung. So, super, jetzt habe ich meinen Held gespielt. Führe mit 3 Punkten und er kann. Er hat einfach.
Ach, das ist doch mies. Das ist doch ganz, ganz mies, ist das da. So, aber Moment mal. Kann ich ihn zurückholen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Naja, aber ihn kann ich zurück. Wer ist hier mein Stärkster? Ne, er ist hier der Stärkste, ne? Jo, hol mal ihn mal zurück. Macht das jetzt irgendwie Sinn, was ich hier mache? Stimmt, ich hätte mal müssen vorher mal angucken, was für Karten er hat. Das mache ich jetzt mal. So, wobei, ne, das ist nachher wichtiger. Also passen, passen wir jetzt. Ja, genau, ich verliere. Soweit so klar. Aber ich würde ja bei einem Unentschieden gewinnen, wenn er jetzt echt gar nichts Tolles hat. Könnte das echt noch hinhauen irgendwie. Ach, ja, er kann ja 2K. Oh, das ist doch. Ach, Leute, zieht euch den Mist. Die Karte hier ist so richtig assi. Die Karte ist so richtig assi. So, und jetzt würde ich sagen, Anführerkarte einsetzen und anwenden und sehen, wie ich verliere. Ja, genau so wird's kommen. Oh, das ist doch echt mies. Was ist jetzt los? Achso, er ist in der Reihe. Okay. Ach, ja, ich habe nie im Leben eine Chance. Bei 4 Karten. Jetzt bin ich im Eimer. Das war es wahrscheinlich. Jo, und, aber er hat noch Karten und macht mich jetzt fertig. Oh Gott, ist das so ätzend. Echt nervig. Und somit gewinnt er. Das ist Wahnsinn. Ah, ist das eine kleine Ratte? Ist das eine kleine Ratte? Ja, ja, geh mal nicht auf den Weg, ja? Hast du kurz Zeit? So, komm, einmal probier es noch. Zeit für eine Partie. Wenn nicht, da gebe ich es auf. So. Ja, spielen. Ja, wenn nicht, da muss ich mir noch irgendwie versuchen, stärkere Karten irgendwo sonst woher zu holen. So, Kaiserreich Nilfgaard. Ich gewinne bei einem Unentschieden. Finde ich eigentlich echt schwach. So, finde Verbrennen habe ich. Ich habe einen Heiler dabei. Ich habe wieder keinen Spion. Sag mal, ich habe die Spionen doch ausgewählt. Das kann doch nicht sein. Das ist doch voll nervig. So, was haben wir da? Impera Brigade. Gut, die ist natürlich zusammengelegt. Relativ stark. Also kann der hier weg. Ein Heiler. Bringt mal wenig. Junger Gesandter. Kann der schon fast weg? Oder ich muss hier vorne hingehen. Verbrennen. Oder Finte kann weg. Soll ich mal Verbrennen wegmachen? Ja, Verbrennen soll mal weg. Zweimal Finte, das ist gut. Das ist nicht schlecht. Hoffe ich jetzt, wenn er mit seinen Spionen spielt. Dann könnte ich das zumindest mal ausgleichen gleich. Ausgleichen gleich. So, machen wir den hier. Ja gut, alles klar. Gucken wir mal, was er macht. Ich hoffe, er spielt jetzt auch tatsächlich mit Spionen. Und nicht wieder in so einen anderen Mist. So, ihr Brigadenviecher, viel Spaß. Ja, ich habe jetzt relativ wenig Hörner, ist natürlich klar. Da ist schon der erste Spion, sehr schön. So, das ist schon mal schön, weil den holen wir uns direkt. Ich gewinne ein bisschen Zeit. Er muss nochmal irgendwas spielen und spielt wieder einen Spion. Sehr toll. Das ist sehr geil. Was echt so geil ist jetzt auch nicht, aber zumindest mal was zu erwarten, dass es jetzt so kommt. So, ich gewinne viel Zeit. In der Zeit muss er viele Karten spielen. Das ist für mich halt, für mich immer ganz wichtig eigentlich. Gut, er hat auch viele Heilerkarten. So, jetzt habe ich Horn einmal bekommen und nochmal eine Heilerkarte oder sowas. Keine Ahnung. Das da könnte tatsächlich mal irgendwie irgendwas werden, wenn meine Nase nicht so komplett zu wäre. So, was haben wir jetzt hier? Noch, oh, nochmal so ein Vieh. Oh, sehr schön. So, 11 zu 4 steht jetzt. Wenn ich den jetzt ausspiele, das macht ja fast schon Sinn. Gutes Wetter habe ich zwar nicht. Irgendwas zurückholen kann ich auch nicht. Ich habe nur einmal Horn. Ne, jetzt müsste ich eigentlich schon alles Mögliche sonst wie raushauen. Ah, das ist natürlich nervig. Gut, ich könnte natürlich das hier einfach mal machen. Ein bisschen Druck aufbauen. Kann ich mir näher wiederholen mit meinen Heilern. Genau, machen wir auch so. Gucken wir mal, was er macht. Ja, er spielt auch einen Tribok. Welch Wunder. Ja, da bleiben wir einfach mal. Oder soll ich den hier spielen? Ne, der kann... Ne, ah, ne, genau, den kann ich näher durch Heilung ja auch wieder zurückholen. Da könnte der wichtig werden. Ah, das ist natürlich jetzt nervig. Jo, machen wir den hier. Jetzt muss ich gleich schon Heiler spielen. Heiler nervt. Oh Gott, er zwingt mich ein bisschen. Wobei, er hat nur 6 Karten. Wobei, da verliere ich einfach zu großen Vorteil.
müsste es fast abschreiben. Wie viele Karten kann ich mir jetzt zurückholen durch meine Heiler? Also ich habe hier 4 Heiler und hier liegen 4 Karten. So viel dazu. Ich müsste es abschenken eigentlich. Ich muss es eigentlich abschenken. Alles andere wäre jetzt Quatsch. Noch weiter da. Den hier könnte ich vielleicht noch spielen. Ach ne, Quatsch, der bringt mir ja gar nichts. Kann ich mir nur überlegen, wen ich zurückhole? Nee. Sind das zweimal junge Gesandte? Ja, tatsächlich. Nee, ich muss es abschenken. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube es, keine Ahnung. Weil sonst verbollere ich noch zu viele Karten jetzt hier. Karten, die ich in der zweiten Runde jetzt dringend benötige. Ja, er bekommt natürlich eine Karte zurück. Ist natürlich jetzt wieder näher an mir dran. Ist schon klar. Ja, okay. Das kann ich auch. Das ist kein Problem. Lege ich auch meine Heldenkarte. Kann ich jetzt ihn sogar ein bisschen imitieren. Und kann jetzt sogar mir einen zurückholen. Ja, da würde ich sagen, fangen wir doch direkt mit dem Stärksten. Fange ich mit dem Stärksten an? Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Machen wir den hier zuerst. Wobei, nee, das war jetzt... War's Quatsch? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. So, zweiter Heiler ausspielen. Jo, spielen wir den hier aus. Ja gut, jetzt bin ich schon fast gezwungen, die Impera-Brigade zu holen. Aber, jo... Nee, bauen wir ein bisschen Druck hier auf jetzt. Ich weiß, das war eigentlich Quatsch, was ich da mache. Oh, vielleicht war es doch kein Quatsch, was ich vorher... Meine Idee vorher... Ich vergesse immer sein blödes Verbrennen. Ist das so nervig, ne? So, hat er wieder Verbrennen, ist die andere Frage. So, habe ich noch einen Heiler? Ja, einen Heiler habe ich sogar noch. Von der war der, ist ja dann egal. So, Druck aufgebaut. Was hat er noch für Karten? Jo, klar. Es ist so klar. Jetzt hat er mir zweimal... Ey, jetzt rieche ich... Das kann doch echt nicht wahr sein. Gutes Wetter und Ballista. Ey, komm, das ist jetzt gar nichts mehr, was er hat. Das ist wirklich nichts mehr. So, er hat gepasst. So, ja gut, alles klar. Dann ist das die Sache für mich hier klar. Dann spiele ich das Ding hier aus, genau. Und gewinne das Spiel jetzt. Da gibt es gar nichts mehr. Der hat keine Chance mehr. Wie will denn das Spiel noch gewinnen? So. Weil er kann nicht mehr viel machen. Da war ja nichts mehr, was er machen konnte. Gutes Wetter oder was es noch war? Irgendein anderer Blödsinn? Ah, die Ballista, genau. Was war es denn noch? Gutes Wetter, Ballista und was war es denn? Keine Ahnung. Ey, wenn ich jetzt noch verliere, verliere ich den Glauben. Ah, klirrende Kälte. Ah, ist schon noch nervig. leck. Aber dann war es noch gutes Wetter. Das wird er jetzt nicht mehr ausspielen. So, und wir können doch den hier machen. Kann ich eigentlich so eine Heilungskette jetzt machen, wenn ich jetzt so einen raushole? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, das habe ich schon einmal versucht. Ich gewinne doch trotz allem. Ja, ich teste das jetzt mal. So, jetzt müsste ja wieder Heiler ausgelöst werden. Genau, so ist es. Ist das so geil? Kann man so eine Heilungskette auch machen? Oh, ist schon schön assi. Was macht er jetzt? War das? Keine Ahnung. Irgendwas hat er gemacht. Kein Mensch weiß was. Hat mir den Sieg geschenkt, oder was? Was war das jetzt? Ja, jetzt kann er gutes Wetter spielen. Viel Spaß. Endlich, wir haben es geschafft. Sehr geil. Wir haben Dijkstra besiegt und bekommen wieder eine Karte. Wahrscheinlich für die nördlichen Königreiche. Esteratissen hast du nicht im Blatt, sehe ich. Hier, sie gehört dir. Danke. Wüsstest du sonst noch jemanden, dem ich ein paar Karten abnehmen kann? Ich kenne einen Elfen, gegen den du antreten könntest. Der hat eine hervorragende Karte. Du findest ihn vor den Stadtmauern in der Barackensiedlung der Skoyatel. Okay, vielen Dank. Besiege ein Mitglied der... Jo, bla bla bla. Gucken wir uns mal den Quintkartensatz an jetzt. So, also hier ist nichts. Ja, na genau, der ist hier für die nördlichen Königreiche. Ja, dann holen wir den dort mal rein. Ist natürlich jetzt auch ein richtig starkes Deck. Habe ich da eigentlich viele Spionkarten? Ist die andere Frage. Das sind alle Karten, genau.
So, Spionkarten habe ich dort noch weniger, oder? Ja, nur zweimal. Fürs, ja, okay. Ja, und der kann auch nichts Besonderes, oder? Nee. Ja, gut, okay. Wobei ich fast schon von meinen Horn des Heldenmuts bald mal weggehen könnte. Weil ja, ja. Naja, muss ich mir mal überlegen. Keine Ahnung, wie ich das genau mache. Wobei waren da gerade. Nee, bestimmt nicht. Gut, okay. Ja, ich nuschel mir irgendwas in den Bart. Kein Mensch kann da mehr folgen. So, und ich habe gesagt, ich rede ihn noch gerade. Oh, nicht doof springen, Hexer. Ich rede ihn noch gerade an wegen den zwei Sachen. Was willst du? So, hier die zwei Sachen möchte ich noch mit ihm besprechen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Aber das gucken wir uns mal noch an. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Okay. Ah, genau, die sollen wir ja umbringen. Also die sollen wir ja... Nee, nicht umbringen, wir sollen sie gefangen nehmen. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Ja, scheint ja sehr nett zu sein, die ganze Liebesgeschichte zwischen denen. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Ja, freut mich für dich. Was jetzt passiert? Irgendwas ist gerade aufgeblockt. Hab auch oder? Noch was zu tun. Bis bald. Oder? Nee. Also, wir sollen dann jetzt auf jeden Fall hier besiegen, ein Mitglied der Skoyatel, oder Skoyatael-Bande und nimm ihm eine einzigartige Karte ab. Ja, müssen mal gucken, ob wir im nächsten Part dann immer noch weitermachen mit den Quint-Spielereien oder ob ich das ein bisschen verschiebe und wieder ein bisschen Action reinbringe, das weiß ich nicht genau. Quint macht einfach super viel Laune. Ich muss mal überlegen, ob wir die Quest hier noch zu Ende führen, ob da noch viel kommt, keine Ahnung. Guck ich mal an. Ja, und meine Nase ist komplett zu, ich bin mal wieder krank und ja, freue mich auf den nächsten Part, wünsche euch einen schönen Tag und viel Gesundheit. Haut rein, bis dann, ciao.